Ja, hallo, mein Name ist Chris. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Hier diesmal wieder im Bereich Tabellenkalkulation. Ich werde euch mal kurz und knapp eine Möglichkeit zeigen, wie ihr die Wenn-Funktion anwenden könnt. Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten oder viele Möglichkeiten, aber eine davon zeige ich mal kurz und knapp. Fangen wir am besten auch gleich an. Ich gebe hier einfach mal einen Wert ein, 99, und in dieser Zelle werde ich jetzt die Wenn-Funktion anwenden. Einfach das Gleichheitszeichen, um Funktionen auszulösen, und wir wollen ja die Funktion Wenn benutzen. Dann die Klammer auf. Und was ich jetzt möchte ist, wenn der Wert unter 100 ist, das in diesem Bereich stehen soll, zu klein und ab 100 zu groß. So, als erstes hier die Überprüfung, das heißt, wir wollen die Zelle B2 überprüfen. Das heißt, wir klicken jetzt entweder direkt in die Zelle B2 oder schreiben das hier rein. B2 kleiner 100 und ein Semikolon. Die Überprüfung bedeutet jetzt sozusagen, dass wenn die Zelle B2 kleiner 100 ist, dann soll etwas passieren, ansonsten etwas anderes. So, im ersten Teil soll etwas passieren. Wir wollen nämlich reinschreiben zu klein, Anführungsstriche oben, zu klein. Texte werden halt in Anführungsstrichen eingeschlossen, Semikolon und wieder Anführungsstriche oben, zu groß, Anführungsstriche oben und Klammer zu. Wie gesagt, hier die Überprüfung. Wenn etwas passiert, dann soll das als Ergebnis sein. Ansonsten dieses hier. Hier können natürlich ganze Funktionen sogar drin stehen in diesen Bereichen, aber hier für dieses kleine Tutorial will ich euch zeigen, wie das erstmal so funktioniert. Wir geben dann einfach Enter ein und dann sehen wir schon, hier steht zu klein. Gebe ich jetzt hier 100 ein, dann steht da schon zu groß. Das Gute ist halt für solche Wenn-Funktionen, dass man die anwenden kann für größere Überprüfungen zum Beispiel auch. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel jetzt irgendwelche Zahlen gebe, geben wir auch noch welche ein. Und wenn wir das dann kopieren, dann sieht man schon, für welche Dinge man das als Beispiel benutzen kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Tutorial gefallen. Ich würde mich freuen, euch dann in einem anderen Tutorial wiederzusehen. Bis dahin, ciao.